Vermeide diese drei Fehler beim Frauenansprechen. In diesem Video verrate ich dir drei sehr häufige Fehler, die ich bei Männern immer wieder beobachte, sei es in der Stadt oder bei Kunden. Wenn du diese Fehler vermeidest, klar, wird das Ganze für dich wesentlich besser laufen. Das heißt, du kommst auf mehr Dates. Das heißt, du wirst früher oder später die Partnerin finden, die wirklich zu dir passt. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran. Mein Name ist Jeroen Schipper, ich helfe dir dabei, selbstbewusst und effizient die richtige Partnerin zu finden. Und wir fangen auch direkt an mit dem ersten Fehler. Und zwar der Fehler Nummer 1 beim Frauenansprechen ist, sie nicht anzusprechen. Ja, mein Lieber, das ist der größte Fehler von allen. Das heißt, du lässt in deinem Alltag unzählige Chancen einfach so an dir vorbeilaufen. Ja? Stell dir mal vor, jemand läuft mit dir vorbei, würde dir gerne 50 Euro schenken und du lässt die Leute immer wieder vorbeiziehen. Machst du ja auch nicht. Ne? Ist klar. Warum sprichst du sie denn jetzt nicht an? Naja, du kennst ja die Ausreden. Du bist gerade in Eile, du hast es eilig, du hast jetzt nicht kurz Zeit für ein kurzes Gespräch. Du denkst, sie ist in Eile. Du kennst die Ausreden. Ich glaube, ich brauche das Ganze nicht weiter ausführen. Was ich auf jeden Fall klar machen muss, ist, dass wenn du Single bist, dass du auf jeden Fall einen guten Grund hast, sie anzusprechen, weil du bist ja Single und du findest sie attraktiv. Das heißt, sie gefällt dir. Und ich sage dir noch was. Jeder geistig gesunde Mensch auf diesem Planeten wird das nachvollziehen können und wird wahrscheinlich sogar sagen, hey, Hut ab, finde ich cool. Er spricht sie an, sie gefällt ihm. Das heißt, geh mal mit diesem Mindset daran und hör auf, dich dafür zu schämen, dass dir irgendjemand gefällt. Ja? Dass du irgendwo hingehst, so, oh, das macht man ja nicht. Oh Gott, was könnte passieren? Ja? Hör da mal damit auf und mach dir mal wirklich klar, dass Leute das absolut nachvollziehen können, dass wenn du Single bist, du eine Frau, die dir gefällt, ansprichst. Ganz, ganz wichtig, dass du dir das einmal klar machst. Der zweite Fehler, den ich sehr häufig auch Stuttgarter Innenstadt beobachte, ist, dass du Frau nur mit deinem Kumpel ansprichst, ja, oder deinen Kumpels. Das heißt, sie verabreden sich, gehen dann in die Stadt, sprechen zu zweit oder zu dritt Frauen an und sage ich, hey, wo liegt denn bei dir eigentlich gerade die Herausforderung beim Frauenkennen? Dann sagen sie, ja, mit meinen Kumpels traue ich mich, aber alleine, das traue ich mich dann irgendwie nicht. Ja, und genau da liegt ja im Prinzip der Fehler. Ja, das heißt, wenn du immer mit deinen Kumpels rausgehst, immer mit denen praktisch Händchen hältst und dann fragst, soll ich gehen oder willst du jetzt gehen? Und dass sie dann erst sie ansprechen, ja, dann ist ja kein Wunder, dass du dich dann alleine nicht traust, weil du es ja alleine noch nie wirklich geübt hast. Ja, das heißt, du brauchst niemanden, der mit dir da Händchen hält. Fakt ist, du bist den Großteil deines Lebens alleine. Deswegen solltest du das Frauenansprechen auch alleine üben. Ist ja klar. Ich kann es natürlich verstehen, dass man in einer guten Stimmung ist, wenn du mit deinem Kumpel unterwegs bist. Ja, du hast eine gute Zeit, ne, ihr seid entspannt, ihr kommt gut ins Reden rein. Aber irgendwie stimmt dann der Vibe nicht so ganz. Ne? Das heißt, wenn du alleine bist, oder im Prinzip alleine unterwegs, dann ist dieses Mann-zu-Frau-Ding wesentlich stärker ausgeprägt, als wenn du praktisch mit deinem Kumpel unterwegs bist. Deswegen, der Fehler ist, sich darauf zu verlassen oder beziehungsweise darauf angewiesen zu sein, dass dein Kumpel dabei ist, dass du praktisch nur dann jemanden ansprechen kannst. Wichtig ist, dass du es 24/7 machst, dass du es in deinen Alltag integrierst. Ja, das heißt, wenn du Single bist, logische Schlussfolgerung, dir gefällt jemand, du gehst hin. Du sagst einfach Hi. Der dritte Fehler, den ich in derselben Innenstadt auch öfters beobachte, das ist der folgende. Und zwar, dass die Person sich zu sehr verkauft. Ja, das ist ein bisschen subtilere Sache, aber ist mir letztens auf jeden Fall nochmal sehr stark aufgefallen. Also, kurzes Beispiel. Er sieht ein Mädel, er rennt praktisch hin, überholt sie von hinten. Dann springt er vor sie, stopp, also so richtig abrupt und geht halt direkt mit einer sehr hohen Energie rein. Ja, und sagt, hey, du bist mir gerade aufgefallen, reißt die Augen dazu noch auf und hat einfach total die krasse Energie von Anfang an und hält dann dieses Level im Prinzip auf. Problem ist aber, für die Frau ist es sehr abrupt. Sie wird sich denken, what the fuck, wo kommt denn der jetzt her? Was will der von mir? Das heißt, sie versteht gar nicht im ersten Moment die Situation, also nicht so richtig. Klar, er sagt natürlich, dass sie ihm aufgefallen ist, ne, dass er sie gerne kennenlernen möchte. Das Ding ist aber, dass er mit einer viel zu hohen Energie im Prinzip reingeht. Und wenn er dann die ganze Zeit noch mit der Stimme sehr, sehr hoch geht, die Augen aufreißt und dann eben noch so ein Fake-Lächeln aufsetzt, da ist das Problem, dass es halt viel zu verkäuferisch wirkt. Das heißt, ein Mann, der sich seines Wertes bewusst ist, ja, der selbstbewusst ist, der gelassen ist, der muss da jetzt nicht so krass hinspringen und vielleicht auch nicht die Stimme so heben, ja, sondern würde einfach ganz entspannt hingehen, sagen, hey, du bist mir gerade aufgefallen, wollte mal Hallo sagen. Und dann kommt es natürlich auch an. Ja, dann ist da ein Match von den Energien her. Das heißt,
wenn der Typ erstmal reinspringt, sie stoppt, schön und gut, kann er machen. Das ist natürlich wichtig, dass er es macht, ist klar. Aber wenn dann der Fehler ist, dass er eben dann praktisch noch die Energie halt sehr, sehr hoch hält, Augen aufreißt, Stimme anhebt und sehr, sehr enthusiastisch ist, obwohl es da jetzt praktisch nichts Großes gibt, worüber man so enthusiastisch sein könnte, weil hat sie ja im Prinzip nur angesprochen, dann ist es im Prinzip so ein Mismatch. Und dann wird sie sich denken, okay, was will der mir andrehen? Warum ist der jetzt so super hyped? So, wo kommt der jetzt her? Und dann passt das nicht und dann wird es ja halt höchstwahrscheinlich weitergehen. Habe ich dann im Prinzip an dieser Stelle auch beobachtet und das war so ein bisschen im Prinzip die Analyse zu dem Ganzen. Da ist nämlich der Fehler, zu verkäuferisch zu sein. Ja, mach das Ganze gelassener, gechillter. Du sprichst es an, es ist was völlig Normales. Ja, warum solltest du es nicht tun? Klar, du kannst ein bisschen lächeln, ein bisschen enthusiaster sein, aber wenn du es übertreibst, dann wird sie sich denken, what the fuck, und wird dann halt genau deswegen weitergehen, obwohl du dir in diesem Moment ja so viel Mühe gegeben hast. Der vierte Fehler beim Frauenansprechen habe ich leider bei derselben Person beobachtet. Das ist einfach das Outfit. Ja, das heißt, wenn du ein Outfit anhast, das irgendwie schreit nach, keine Ahnung, also so wirklich wild zusammengewürfelt, am besten die Hose noch so Camouflage, dann so schwarze Sneakers, dann irgendwie so eine Bomberjacke, so Alpha oder so, dann noch irgendwie eine Kette drum. Klar, Geschmäcker sind verschieden. Aber jetzt mal so ganz grundsätzlich, es gibt so gewisse Modeprinzipien. Und wenn du die einfach konsequent missachtest, das heißt, wenn dein Style einfach wirklich zusammengewürfelt aussieht, und wenn man dir deshalb auch ansieht, dass du überhaupt gar keine Ahnung hast, welche Kleidungsstücke man gut kombinieren kann, was gut aussieht, dass er halt auch einfach ein bisschen smart aussieht, ja, weil in dem Fall war es ein junger Typ. Wenn er sich dann noch sehr jugendlich dazu kleidet und so ein bisschen aufgepimpt, dann kommt es halt natürlich auch nicht wirklich gut an. Vor allen Dingen beim Ansprechen dann. Das ist der vierte Fehler, ne? Das heißt, achte da wirklich auf deinen Style. Und von vornherein werden wesentlich mehr Frauen offen sein, sich mit dir initial zu unterhalten. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du auf jeden Fall beherzigen solltest. Und wenn du jetzt bei dem Thema vorankommen möchtest, ja, vielleicht bist du ja schon länger auf der Stelle. Ich meine, du schaust dir diese Videos an. Du willst ja offensichtlich was machen, aber die Vergangenheit zeigt einfach, dass nur Videos anschauen dich leider nicht voranbringt, sondern du tatsächlich in Aktion treten musst. Wenn du darauf Lust hast, melde dich gerne auf ein Erstgespräch. Der Link dafür ist in der Videobeschreibung. Klick da gerne mal drauf, trag dich ein und dann schauen wir, dass wir das Thema schon bald bei dir auf Vordermann bringen. Ich freue mich auf dich. Mach's gut, dein Jeroen.